Ich möchte den Moment nutzen und Frieda vorstellen, den Geschäftsführer der Berliner, der BSR nochmal, den ich tatsächlich schon mal im echten Leben gesehen habe. Ich war, wie gesagt, am Anfang des Jahres dort und du saßt am Tisch und es sah in der BSR nochmal tatsächlich aus wie in einem Coworking Space. Ich fand es ziemlich cool. Ich hätte mich gern dazu gesetzt. Ja, vielen Dank. Also ich versuche mal ein Bildschirm freizugeben. Ja. Okay, jetzt müsste es klappen, oder? Ja. Ja. Ja, gut, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich, super. Genau. Ich wollte jetzt was zu unserem Gebrauchtwagenkaufhaus erzählen. Ich hatte eigentlich 20 Minuten eingeplant, jetzt mache ich es einfach etwas schneller, geht auch. Genau. Genau, also ich wollte erstmal was erzählen, warum wir das überhaupt gemacht haben, wie das so abläuft und was so die ersten Erkenntnisse sind. Ja, also warum machen wir das überhaupt so als BSR, als Berliner Stadtreinigung? Es war bei uns auch ein langer interner Prozess mit vielen Widerständen, weil natürlich alles in eine Tonne zu werfen, ist immer einfacher, ist weniger Aufwand. In dem Moment, wo man Sachen trennt, hat man mehr Aufwand, mehr Kosten, mehr Personal, mehr Fläche. Das war wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund für den Widerstand. Unabhängig davon haben wir 2018 ein Pilotprojekt auf einem Recyclinghof gemacht, wo wir einfach mal gucken wollten, wenn man Gebrauchtwagen getrennt sammelt, wie viel liefern die Leute überhaupt an, die Bürgerinnen und Bürger, und kann man mit den Sachen was anfangen. Und dann haben wir ein Pilotprojekt gemacht und haben doch festgestellt, wir werden echt überrannt mit Sachen und haben auch festgestellt, die Sachen sind auch relativ gut von der Qualität. Und bei dem Projekt, das war auch noch eine Erkenntnis, haben wir uns verschiedene Partner oder Partnerinnen gesucht, insbesondere aus dem sozialen Sektor, wie Deutsches Rotes Kreuz oder Berliner Stadtmission, die Sachen dann abnehmen sollten, und haben auch dann festgestellt, dass die zum großen Teil mit den Mengen, die wir hatten, nur von einem Recyclinghof, und die BSR hat 15 Recyclinghöfe, wirklich überfordert waren. Das waren so die eine Erkenntnisse. Und zweite, warum wir das machen, ist letztendlich auch ein bisschen dem Land Berlin zu verdanken, der jetzigen Regierung, die doch dieses Thema Zero Waste vorantreibt, was auch dazu geführt hat, dass wir als Landesunternehmen, ich sag mal, dem Thema auch einen höheren Stellenwert einräumen und gesagt haben, okay, wir wollen auch einen Beitrag liefern, und dann kann Gebrauchtwagenkaufhaus doch ein wichtiges Thema sein, gerade unter dem Aspekt Klima- und Ressourcenschutz. Und gerade weil wir sozusagen Zugriff doch auf große Mengen haben. Das waren so die Hintergründe. Und dann haben wir 2019 ein Konzept erstellt, was wir unter so einem Gebrauchtwagenkaufhaus verstehen. Also, weil es kann ja ganz unterschiedlich gestaltet sein. Uns war wichtig, dass es nicht nur ein Kaufhaus ist, sondern dass es mehr ist. Wollten auch sagen, das ist auch ein Ort, also ein Erlebnisort, wo das Thema Umweltbildung, wo auch viele Veranstaltungen sind. Wir möchten auch gerne mit Start-ups zusammenarbeiten, die dort auch ihre nachhaltigen Produkte verkaufen können. Und natürlich ist uns auch das ganze Thema Ressourcenschutz, CO2 ganz wichtig. Und dann wollen wir auch noch Arbeitsplätze schaffen. Und klar, letztendlich müssen wir, das ist auch eine Vorgabe von unserem Vorstand, mittelfristig ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Und wir haben gesagt, wir gründen dazu extra eine GmbH, die dann dieses Kaufhaus betreiben soll. Genau, dann haben wir angefangen, Standort zu suchen. Da war uns ganz wichtig, dass es nicht am Rande der Stadt ist. Auch natürlich bezahlbar, gut angeschlossen, alles, was man sich so wünscht. Nicht zu klein, damit wir eben auch Veranstaltungen und mehr machen können. Und letztendlich haben wir dann hier in der Nähe, vom Flughafen Tegel, hier links sieht man das, nochmal ein Quartier gefunden. Muss man sagen, ist aktuell ein Viertel, wo noch nicht so viel los ist, nicht, ich sag mal, nicht gerade der Hype hier dort, aber kann ja noch kommen. Also da ist noch viel Entwicklungspotenzial. Also falls ihr Lust habt, irgendwie in Berlin was zu bewegen, solltet ihr mal nach Reinickendorf kommen. Ich glaube, da gibt es noch viel Platz und viel Bedarf. Genau, wir haben da eine Halle angemietet. In der August-Victoria-Allee, drumherum sind andere Geschäfte, was ganz gut ist. Und haben dann erstmal diese Halle angefangen, ich sag mal so, nach unseren Vorstellungen einzurichten. Haben dann auch nach Interior-Designern geschaut in ganz Deutschland und haben uns dann für eine Firma in Berlin entschieden. Uns war wichtig, dass wir also mit Holzregalen arbeiten, Holzelementen. Und zwar auch wichtig, dass es, sag ich mal, freundlich aussieht, nicht zu voll gestellt. Deshalb hier diese Regalsysteme. Wir haben oben eine Galerie, wo hier links Veranstaltungen stattfinden können, wo wir aber auch, ich sag mal, einen Kaffee haben und Bücher und alles Mögliche haben, dass man da auch schmökern kann. Das ist ein wichtiger Aspekt. Kassenbereich haben wir so eine farbige Wand. Hier dieses Nochmal-Logo aus
alten Sachen von Neonröhren bis sonst was gebaut. War uns auch wichtig, dass es so ein Hingucker ist. Also sollte auch schön farbig und bunt sein. Ja, wir haben das Problem gehabt in dieser Halle, dass das Lager nicht abgetrennt war. Dann haben wir uns entschieden für so Gitterkästen, wie man hier sieht, so dass wir da auch noch zusätzlich die Nettigkeit haben, dass wir da eben auch noch Möbel oder anderes präsentieren können. Ja, das Sortiment. Wir haben eigentlich alles, was so im privaten Haushalten anfällt. Auch Elektrogeräte. Das Elektrogeräte ist ein bisschen schwieriger. Unter Sicherheitsaspekten, da kooperieren wir mit einer sozialen Einrichtung, die heißt L-Werk. Die prüfen für uns die Geräte auf Sicherheit und Funktion und erst dann verkaufen wir die. Alles andere wird dann direkt von uns aufbereitet. Also die Sachen selbst, die sammeln wir auf den Recyclinghöfen, auf zwei Recyclinghöfen. Da haben wir so Annahmestellen eingerichtet. Hier sieht man das so mit zwei Containern. Im Sommer haben wir noch ein kleines Zelt. Da steht auch jemand und berät auch die Bürgerinnen und Bürger und schaut sich auch die Sachen an. Ja, passen die noch? Kann man die noch nutzen? Und wir holen dann, wenn diese Container voll sind, holen wir dann die Sachen mit dem LKW ab. Wir haben auch zusätzlich jetzt noch eine Annahmestelle direkt am Gebrauchtwagenkaufhaus. Also aktuell haben wir drei Annahmestellen und damit ist das Kaufhaus komplett ausgelastet. Das heißt, man sieht, was für ein Potenzial noch da ist, weil wir haben insgesamt 15 Recyclinghöfe. Ja, wir haben ein Lager, das ist leider sehr klein. Das heißt, man sieht hier ist alles recht eng. Wir haben uns so eine kleine, ich sag mal, so ein kleines Brett hier gebastelt, wo man die Sachen ein bisschen sortieren kann. Wir sorgen auch dafür, dass die Sachen abgestaubt werden, dass die geputzt werden, gespült werden, Geschirr. Also ist uns auch wichtig, dass es sauber ist und alles einen netten Eindruck macht. Ja, dann das Team ist ganz wichtig. Wir haben, als wir angefangen haben, waren wir echt wie ein Start-up. Wir hatten noch nicht mal einen Kugelschreiber oder Tesafilm. So muss man sich das vorstellen. Wir hatten wirklich gar nichts und eben auch kein Personal. Mussten wir halt auch alles suchen. Und für uns als BSR, wir haben für alles haben wir irgendwelche Leute, die das machen, eine riesen Personalabteilung. Wenn die jemanden suchen, dann beauftragen die einen Dienstleister. Wir haben das alles selbst gemacht. Also ich sag mal so, ja, wie man Start-up ist, also einfach so ganz bei Null angefangen. Wie macht man eine Ausschreibung? Was schreibt man rein? Und so weiter. Und genau, haben wir jetzt wirklich ein tolles Team, insgesamt 20 Leute und sind sehr zufrieden. Ja, die Eröffnung hatten wir am 8. August im Sommer, war richtig heiß, aber schon Corona. Das lief total gut. Wir hatten eine riesen Schlange, wie ihr hier seht, bis auf die Straße raus. Kamen viele Leute, super Resonanzen, also wirklich gut gestartet. Ja, wir hatten im ersten Monat jeden Tag 1200 Besucher, also lief wirklich gut an. Ja, Bausteine nochmal. Ja, Lukas hat ja schon erzählt, wir haben auch eine Kooperation mit Mut gehabt, die T-Shirts aus gebrauchter Bettwäsche herstellen. Eigentlich ein ganz tolles Projekt. War aber bei uns jetzt nicht so erfolgreich, weil zu uns kommen halt auch Leute mit wenig Geld und die sehen dann gleich hier am Eingang war das, oh, T-Shirts für, ich weiß nicht, 39 oder 49 Euro. Und gebrauchte T-Shirts können die auch für 1 oder 2 Euro kaufen. Und dann haben viele gedacht, was sind das für eine Einrichtung? Die verkaufen gebrauchte Sachen viel teurer als Neuware. Also da müssen wir noch an arbeiten. Aber generell wollen wir auch Flächen bereitstellen für Upcycling-Produkte, für nachhaltige Produkte, für Start-ups. Wir überlegen jetzt auch eine Kooperation mit einem Start-up, die sich um Retouren kümmern, dass wir die wieder verkaufen. Wir haben eine Kooperation aktuell mit Dörrwerk, die aus geretteten Gemüse und Obst Lebensmittel herstellen. Und ja, wir sind erst am Anfang. Eine Werkstatt haben wir. Dort finden Workshops statt, Veranstaltungen, insbesondere sowas für Repair-Cafés, Näh-Workshops. Wir wollen jetzt auch mit Holz was machen. Ist jetzt erstmal alles durch Corona gestoppt, aber eigentlich haben wir noch sehr viel vor. Ja, einen Kaffee haben wir auch. Da haben wir jemanden gefunden aus der Nachbarschaft. Das war uns auch wichtig, dass wir uns mit der Nachbar in die Nachbarschaft integrieren. Also wir haben beispielsweise auch schon Sitzungen vom Quartiersmanagement gehabt. Wir sind in Kooperation, Austausch mit Politikern aus dem Kiez, mit Einrichtungen, Initiativen, mit der Volkshochschule. Also uns ist ganz wichtig, dass wir da wirklich dazugehören zum Kiez, eine Akzeptanz haben. Es ist auch ein sehr armer Kiez. Ich glaube, einer der ärmsten ja, Kieze da in ganz Berlin. Und dann ist auch wichtig, dass wir da vielleicht auch die Möglichkeiten geben, dass die auch einfach sich dort treffen können, Leute. Ja, Marketing ist natürlich ganz wichtig. Wir setzen da vor allem auf Social Media und haben da eigentlich auch, ich sag mal, einen ganz guten Start und einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Ist aber immer wieder ein Kampf und natürlich auch eine Sache des Budgets.
Wir haben die Auflage, dass wir mittelfristig schwarze Zahlen schreiben müssen. Und auch wenn wir ganz viel vorhaben, müssen wir halt immer überlegen, okay, wie können wir das finanzieren? Ja, jetzt bin ich schon fast auf der letzten Folie oder ja, erste Erkenntnisse, lief anfangs total gut an. Inzwischen, also jetzt vor dem Lockdown, hatten wir dann so 800 bis 900 Besucher pro Tag. Wir haben wesentlich mehr Umsatz gemacht als geplant und was wirklich toll war, waren das Feedback von den Leuten, dass eigentlich alle meinten, oh, ist super, es gefällt uns gut und es ist klasse, macht weiter und ja, ist einfach mal echt was anderes und die haben das Gefühl, oft war das Wort IKEA, wir wollten also gar nicht aussehen wie IKEA, aber das sollte Lob sein, oder auch einfach sieht aus wie ein Warenhaus für neue Sachen, kam also wirklich sehr gut an. Das heißt aber nicht, dass wir uns ausruhen wollen, sondern müssen auf jeden Fall noch besser werden. Und wir schreiben immer noch rote Zahlen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Besucher. Das heißt, es ist gar nicht so einfach mit dem Thema Gebrauchtwaren, also wirklich ein Businessmodell aufzubauen. Jetzt sind wir gerade beim Thema Digitalisierung aktuell. Wir haben jetzt erstmal angefangen, Videos von Workshops zu erstellen. Wir versuchen jetzt gerade zu schauen, was können wir mit Online-Verkäufen machen. Wir haben jetzt so das Thema Click und Collect. Wir haben das Thema WhatsApp und Collect. Da kann man sich sozusagen virtuell durch das Geschäft führen lassen und wir zeigen dann, was es da gerade gibt. Und dann können die Leute sagen, ah, das möchte ich gerne haben. Und dann können sie es bei uns abholen. Also wir suchen jetzt auch so vorübergehend während des Lockdowns irgendwie zu gucken, wie können wir trotzdem irgendwie im Gespräch bleiben. Ansonsten abschließend kann ich nur sagen, es sind alle Leute willkommen bei uns. Wir können jetzt nicht so wie Tim so ein Angebot bieten, aber eigentlich sind wir auch wirklich offen für jeden, der was wissen will. Jeder kann vorbeikommen, wir nehmen uns Zeit, wenn das irgendwie möglich ist. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, die beantworten wir. Wir haben Interesse zu kooperieren, Veranstaltungen, Workshops, Startups, Ideen, was man noch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit anbieten kann. Wir sind also absolut offen und freuen uns total über Inspiration und Anregung. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt in meiner Zeit geblieben. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Frieda, danke auch dir. Ich kann nur in die Runde geben, Frieda hat mir, glaube ich, nach anderthalb Minuten auf meine Mail geantwortet. Also er steht zu seinem Wort. Tut mir das gleich und schreibt ihm direkt. Ich fange mit der ersten Frage an. Wie sieht das denn aus mit einer Planung weiterer Malls in Berlin? Und vielleicht noch eine Frage von mir. Warum verkauft man nicht direkt vom Hof die guten Produkte und spart sich die ganze den ganzen Lieferweg? Ja, okay, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Weitere Malls gerne, aber wir müssen erst mal zeigen, ja, der BSR, also unserem Vorstand, auch dem Aufsichtsrat, wir sind ja ein öffentliches Unternehmen im Aufsichtsrat, also da sitzen die Wirtschaftssenatoren, wir müssen erst mal zeigen, dass es wirtschaftlich sich trägt. Man kann sich natürlich rumstreiten, ist das wirklich notwendig? Man könnte ja auch sagen, es ist genauso eine Aufgabe wie ein Recyclinghof, ja. Der kostet auch Geld, aber nun ist es halt mal so, dass wir halt schwarze Zahlen schreiben müssen. Das ist halt entschieden worden. Und das ist natürlich unser Dilemma. Wir können nicht sagen, es kommt super an, alle finden es toll, wir haben viele Kunden, sondern letztendlich müssen wir nachweisen, dass es sich wirtschaftlich trägt. Und das ist echt nicht einfach. Wir haben eine hohe Miete, wir zahlen gutes Gehalt. Also da müssen wir eine Lösung finden. Das ist also schwierig. Die zweite Frage, warum wir nicht die Sachen direkt vom Recyclinghof verkaufen, das ist erstmal eine Sache des Platzes. Also ist eine Sache, die Recyclinghöfe sind sehr eng. Das ist also, wir haben da auch ständig Container, die abgeholt werden. Wenn da immer noch Leute rumlaufen, wäre ein bisschen schwierig. Die müssten auch die Sachen abholen. Aber das Entscheidende ist, wir wollen ja die Sachen auch noch prüfen. Das heißt, wir kriegen jetzt Sachen, wenn wir die einfach weiter verkaufen, ohne geprüft zu haben, wäre ein bisschen schwierig. Wir machen die Sachen sauber. Elektrogeräte werden, wie gesagt, auf Sicherheit und Funktionen geprüft. Das sind alles so Aspekte. Und wir kriegen natürlich auch viele Sachen. Ich kann jetzt nicht genau den Prozentfaktor sagen, aber 10-20% der Sachen kann man auch wirklich nicht mehr nutzen. Also die sind halt so, dass die niemand haben möchte. Sei es, dass die Flecken haben, sei es, dass die kaputt sind oder einfach nicht nachgefragt werden. Also deshalb ist, glaube ich, schon wichtig, dass man da eine Selektion macht. Aber unabhängig davon, wenn man jetzt richtig viel Platz hätte, könnte man natürlich direkt neben Recyclinghof auch so eine Stelle sich vorstellen, die dann eben auch Sachen ja, aufbereitet. Wie ist die Vernetzung mit anderen Anbietenden? Gibt es noch mehr Malls wie eure? Also es gibt, ich sag mal, so Malls wie unsere, würde ich mal sagen, gibt es in Berlin nicht direkt. Das ist jetzt ein bisschen, aber es gibt natürlich ganz viel aus dem sozialen Sektor, ja, also ganz viele Sozialkaufhäuser, kleinere Läden, sei das hier Berliner Stadtmission oder andere, das gibt es. Es gibt
ganz wenig kommerzielle, die ein bisschen größer sind. Ich weiß nur, das Helb-Kaufhaus in Hellersdorf, das ist, glaube ich, so vielleicht ein Viertel von unserer Größe, sowas gibt es. Aber die haben ein anderes Konzept. Also die haben wirklich rein kommerziell, wir verkaufen, fertig. Also wir haben bei uns wirklich noch diesen Umweltbildungsgedanken, der ist uns ganz wichtig. Oder auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken, der ist uns auch wichtig. Aber der soziale Gedanke finde ich auch sehr wichtig, ganz klar. Ich will nur mal sagen, es kamen wahnsinnig viele coole Ideen an Frieda im Chat. Schreibt ihn doch einfach persönlich. Das würde ich jetzt nicht als Frage formulieren. Aber was ich als Frage formulieren will, ein persönlicher Eindruck. In Berlin sieht man häufig Sachen auf der Straße liegen, die eigentlich noch gut sind, wo vielleicht irgendwas abgebrochen ist oder wo der Fernseher, keine Ahnung, oder wo der DVD-Player noch funktioniert, aber VHS nicht mehr. Wie kann man die Leute ermutigen, diese Dinge zu reparieren oder in Reparatur zu geben? Und seid ihr dafür Ansprechpartner und macht ihr solche Workshops vielleicht? Also, ich sag mal so, solche Workshops in der Form machen wir bisher noch nicht, weil ich weiß halt nicht, ob ich die Leute, die jetzt einfach irgendwas rausstellen vor die Tür, ob wir die unbedingt zu den Workshops kriegen, ja, weil die scheuen ja anscheinend auch schon den Weg irgendwie, teilweise sind es ja auch kleinere Sachen, ja, zum nächsten Recyclinghof, also ob die dann, aber vielleicht zum virtuellen Workshop. Aber ich glaube schon, dass die BSR da schon ein bisschen mehr machen kann und aktuell ist es auch so, dass wir uns mit beschäftigen, wie weit wir zum Beispiel im Rahmen von irgendwelchen Sperrmülltagen, also sozusagen so lokale Kieztage, dann eben auch gebrauchte Sachen auch mit annehmen können und die dann der Wiederverwendung zuführen können. Also da wollen wir auch mehr machen als bisher. Was wir sicherlich nicht machen können, ist jetzt bei jedem zu jeder Zeit Gebrauchtwaren abholen. Aber es gibt eben auch Überlegungen, so unter dem Stichwort schonende Sperrmüllabfuhr, eben auch mit so einem extra Fahrzeug noch zu kommen, wo man dann auch eben nicht nur alles, sag ich mal, in die dicke Presse packt, sondern auch bessere Sachen auch extra abtransportiert. Das ist auf jeden Fall eine Idee, aber selbst dann müssen die Leute natürlich auch auf Termin warten und Sperrmüllabfuhr kostet auch Geld.